Herzlich willkommen bei online-tutorium.com. Wir kommen zu 5.2.2, die Einheitsmatrix. Und die Einheitsmatrix ist ein ganz einfacher Begriff. Später wird sie eine wichtige Rolle spielen bei der Multiplikation von Matrizen. Aber erstmal zur Definition. Wir nehmen so eine Matrix IN her, die quadratisch ist, also gleich viel Zeilen wie Spalten hat. Diese nennen wir die Einheitsmatrix, wenn sie von dieser Form ist. Das heißt, auf der Diagonalen stehen Einsen und außerhalb der Diagonalen Nullen. Eigentlich ziemlich einfach. So, hier auf der Diagonalen stehen nur Einsen, außerhalb nur Nullen. Und wir bezeichnen das dann mit dieser Notation, also I Index N, N, naja, weil wir N Zeilen und N Spalten haben. Und nennen das Ganze die Einheitsmatrix. Okay, ein paar Beispiele. So, wir nehmen uns n gleich 2 mal vor, also I2 ist also die Matrix 1, 0, 0, 1. Genauso kann man sich einfach vorstellen, dass zum Beispiel I4 die Matrix ist 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 und zuletzt 0, 0, 0, 1. Okay. Ganz einfacher Begriff, vielleicht eine kleine Bemerkung. Ja, wir wissen ja, was die Standardbasis vom K hoch n ist. Also sei E1 bis En die Standardbasis des K hoch n. Ja, dann ist die Einheitsmatrix IN, also gerade die Matrix, dessen Spalten die Vektoren E1 bis EN sind. Also schreibe ich hier E1, E2 und so weiter bis EN hin. Ja, man macht hier manchmal zwischendurch auch Komma. Ich meine, wenn man die Matrix so schreibt, macht man hier zwischen den Vektoren natürlich keine Kommas. So ist es legitim, ja. Man kann hier Kommas hinschreiben oder auch nicht. Völlig wurscht. Auf jeden Fall sehen wir, dass, na, machen wir es so, dass dieser erste Vektor hier ist ja der erste Standardbasisvektor. Das hier ist E2, das hier ist E3, das hier ist E4. Ja, also keine Überraschung hier. Noch alles ziemlich übersichtlich. Ich würde sagen, das reicht zur Einheitsmatrix. Wir gucken uns noch ein paar spezielle Matrizen an, aber das erst gleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Online-Tutorium.com